Ja, ich begrüße Sie. Mein Name ist Philipp Diebels und ich bin Doktorand in der Arbeitsgruppe von Frau Professorin Lück und komme eigentlich aus einem schulpädagogischen Kontext, gar nicht so sehr aus einem museumspädagogischen, freue mich aber umso mehr, Ihnen unser Projekt Welcome Science in den nächsten Minuten gemeinsam mit Herrn Höpfner vom Naturkundemuseum näher vorzustellen. Und da möchte ich jetzt auch nicht weiter einleitende Worte verlieren, damit das mit der Mittagspause gleich auch zügig klappt und direkt einsteigen in die Vorstellung unseres Projektes. Ganz zuallererst sollte erwähnt werden, dass das Projekt wirklich sehr großzügig von der Doris-Wolf-Stiftung finanziert wurde. Und die Doris-Wolf-Stiftung gehört zur Dr. Kurt Wolf GmbH, die hinter so Sachen wie Alcina und dem Produkt Alpecin steht, nur damit Sie ungefähr wissen, mit wem Sie es da so zu tun haben. Und mit unserem Projekt wollten wir vor allem zwei Ziele erreichen. Und zum einen war das, durch naturwissenschaftliche Experimente Kinder und Jugendliche an naturwissenschaftliche Bildung heranzuführen und zugleich boten diese Experimentierangebote auch immer die Möglichkeit, dass die Kinder und Jugendlichen in den Austausch gekommen sind und so die Sprache erlernen und auch weiter lernen konnten. Das Projekt war insgesamt auf etwa ein Jahr konzipiert und nach einer sehr intensiven Planungsphase im Juli letzten Jahres bis zum September letzten Jahres starteten wir dann auch in verschiedenen Bielefelder Einrichtungen. Das ging so bis zu den Osterferien diesen Jahres und nach den Osterferien startete dann die zweite Phase unseres Projektes, wo wir dann Kinder und Jugendliche zu uns in die Universität oder aber eben auch in das Naturkundemuseum Bielefeld eingeladen haben, um die da noch wesentlich gezielter zu fördern. Bevor ich Ihnen nun über beide Phasen ein bisschen mehr erzählen möchte, wollte ich so ein bisschen dafür sensibilisieren, was uns wirklich am Herzen lag bei diesem Projekt. Und wenn ich Sie jetzt gefragt oder gebeten hätte, die Augen zu schließen und sich eine Situation vorzustellen, in der Sie sich so richtig wohl gefühlt haben und so richtig geborgen gefühlt haben, da hätten wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen irgendwie an ein chemisches Experiment oder die Oxidationsschalen von Schwefel gedacht. Nichtsdestotrotz würde es wahrscheinlich zu einem Gefühl irgendwie von Geborgenheit oder von Wärme geführt haben. Und wenn Sie sich dieses Bild angucken und den Jungen sehen, wie er wirklich die ganze Polarisation seiner Aufmerksamkeit sich nur diesem Experiment dient und er versucht wirklich jeden Wassertropfen so auf das Filterpapier zu bringen, dass da auch ein schönes Kunstwerk nachher entsteht, dann kann man, denke ich, ganz gut nachvollziehen, wie wir so an das Projekt herangegangen sind. Und das konnten wir zum Beispiel auch durch die freundliche und zugewandte Art unserer Mitarbeiter erreichen. Und nicht nur die zugewandte Art war es, sondern auch, wie sie so im Raum postiert waren und alle an einen Tisch geholt haben, gemeinsam experimentiert haben und so den Kindern und Jugendlichen zeigen konnten, wir kümmern uns um euch und wir wollen euch gerne ein sinnstiftendes Angebot an die Hand geben. Letztendlich hat auch die Ameise Fred geholfen, uns die Kinder und Jugendlichen an die naturwissenschaftliche Bildung heranzuführen, die Sie vielleicht aus den Arbeiten von Frau Lück kennen. Dabei geht es darum, dass diese Ameise vor naturwissenschaftliche Fragestellungen oder mit diesen naturwissenschaftlichen Fragestellungen konfrontiert wird und dann mit Hilfe eines Experiments diese Problemstellung gelöst werden kann. Und da waren die Kinder und Jugendlichen wirklich sehr hilfsbereit und haben der Ameise doch sehr oft dabei geholfen. Insgesamt hatten wir 30 studentische Mitarbeiterinnen und da möchte ich wirklich auch den Term Mitarbeiterin dann nochmal besonders hervorstellen. Also wir haben unter den Studierenden geguckt, wer gerne bereit wäre, in diesem Projekt mitzuwirken. Und sie haben das aber dann nicht im Rahmen einer universitären Veranstaltung durchgeführt, sondern sie wurden da wirklich auch in der Freizeit für entlohnt, das Ganze dann so durchzuführen. Und die Besonderheit dabei war, dass sie immer in Zweierteams agiert haben. Und neben dem Durchführen der naturwissenschaftlichen Experimente in den verschiedenen Einrichtungen hatten sie zudem als Aufgabe, auch noch nach jeder Experimentiereinheit ein Erlebnisprotokoll anzufertigen. Einmal, und das ist der wesentlich wichtigere Teil, damit sie selber ihre eigenen Erlebnisse reflektieren konnten, da es durchaus ja auch mal
vielleicht Situationen geben könnte, die man erstmal so für sich verdauen kann, muss. Und zudem hatten wir, also Frau Lück und ich als Projektbetreuer, die Möglichkeit, so wirklich nachzuvollziehen, was in den Einrichtungen gut angekommen ist und gegebenenfalls vielleicht auch intervenieren zu können, falls irgendwas nicht so gut gelaufen sein sollte. Aber anhand der Zahlen, also 191 Kinder und Jugendliche ist schon eine ganz beachtliche Zahl, die wir da erreichen konnten in den 15 verschiedenen Einrichtungen. Aber nur als Erinnerung, dass vielleicht auch nicht so viel, wie man sich gerne vorgestellt hätte. Allein in Bielefeld hatten wir Ende letzten Jahres 500 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und dabei sind noch nicht mal die Kinder und Jugendlichen einbefasst, die in Familien gekommen sind. Also das ist schon eine ganz gute Zahl, aber da ist sicherlich auch noch irgendwie Luft nach oben. Und wenn ich über die Einrichtungsformen gesprochen habe, dann meine ich da vor allem die hier aufgeführten. Bei den Schulen hat es erfahrungsgemäß ein bisschen besser funktioniert als in den Flüchtlingsunterkünften oder in den Clearingstellen. Dabei soll das aber jetzt nicht als Wertung unsererseits zu verstehen sein, sondern einfach als Tatsache, dass wir das so vorgefunden haben in unserem Projekt. Und um das erklären zu können, lag es wahrscheinlich daran, dass in den Schulen es einfacher war, eine Regelmäßigkeit herzustellen. Also unsere Mitarbeiter sind so für circa 15 Wochen in der ersten Phase in die Einrichtung gegangen und in den Flüchtlingsunterkünften, in den Clearingstellen, die letztes Jahr ja auch mit sehr großen Zahlen an Neuankömmlingen konfrontiert waren, war es eben schwieriger für uns, da eine Regelmäßigkeit hineinzubekommen. Man muss aber auch sagen, dass es in einer Flüchtlingsunterkunft so gut funktioniert hat, dass wir zwei Kurse hintereinander angeboten haben. Also da haben wir auch beide Erfahrungen gemacht. Dann muss ich mal kurz zurückgehen. Und in dieser ersten Phase haben wir dann 35 Kinder und Jugendliche identifiziert, die wirklich mit sehr viel Freude und Interesse an dem Experimentieren teilgenommen haben. Und die wollten wir dann in der zweiten Phase des Projektes noch wesentlich gezielter und intensiver fördern. Und dabei wurde uns schnell klar, dass wir sehr viel Vorbereitungszeit da reinstecken müssen. Und die neben den hier aufgeführten war vor allem die Einverständnis der Eltern zu bekommen, so die kniffligste Aufgabe, die wir zu meistern hatten. Also stellen Sie sich einmal vor, Sie sind aus dem Heimatland ausgewandert, sind im Gastland aufgenommen worden, sprechen die Sprache kaum, kommen dann in eine neue Stadt, kennen vielleicht noch nicht mal die Stadt so gut und wissen noch nicht mal, was genau in einer Universität gemacht wird. Und dann kommen wir auf Sie zu und möchten einmal in der Woche Ihr Kind von Ihnen haben und dann auch noch irgendwie chemische Experimente. Also da war wirklich sehr viel Überzeugungsarbeit nötig. Und das ging über Elternvormittage bis hin zu Telefonaten, wo ich dann mit Cousins und Cousinen, die irgendwie dolmetschen konnte, telefoniert habe. Aber letzten Endes haben wir alle 35 Einwilligungen erhalten und die Kinder und Jugendlichen konnten dann zu uns kommen. Und mit dem zu uns kommen war dann direkt die nächste schwierige Aufgabe für uns. Wie stellen wir das denn nämlich sicher, dass die wirklich jede Woche zu uns oder eben ins Naturkundemuseum kommen? Und dafür haben wir dann wieder studentische Mitarbeiter eingestellt, die die Kinder und Jugendlichen wirklich auch an den Schulen abgeholt haben nach der sechsten Stunde und dann nach Ende des Programms wieder zurück zur Schule oder aber in Absprache mit den Eltern auch zu anderen Haltestellen in Bielefeld dann begleitet haben. Und das war auch wirklich so vonnöten. Und denke, die Präsenzzahlen von ca. 85% über die ganze zweite Phase hinweg geben uns da auch ein Stück weit recht. Aber es war eben sehr personalintensiv. In der zweiten Phase des Projektes lief es so ab, dass wir in den ersten beiden Wochen bei uns in den Laboren der Arbeitsgruppe Chemiedidaktik mit den Kindern und Jugendlichen chemische Experimente durchgeführt haben. Danach ging es dann für 5 Wochen in das Naturkundemuseum, wo größtenteils biologische und physikalische Experimente den Kindern vorgestellt wurden, die sie dann auch mit viel Freude durchführen konnten. Und danach ging es wieder zurück in die Universität, wo sie dann auch noch Einblicke in die Teutolabs Chemie, Physik und Robotik erhalten haben. Und ganz zum Schluss fand eine wirklich sehr schöne Abschlussveranstaltung in der neuen Mensa der Universität Bielefeld statt. Dort wurde den Jugendlichen, den Kindern und Jugendlichen, wie sie hier oben sehen können, eine Teilnehmerurkunde überreicht, ein Experimentierbuch
und noch ein Mikroskopier-Set, was jetzt nicht mehr auf das Bild draufgepasst hat. Und das Ganze wurde überreicht von Frau Lück als die Projektverantwortliche hinter Wellcome Science und von Herrn Harras Wolf, der das Ganze als Vertreter der Doris-Wolf-Stiftung begleitet hat. Und nun möchte ich Ihre Aufmerksamkeit nochmal auf dieses Bild lenken, denn das ist, wie gesagt, im Naturkundemuseum entstanden. Und damit übernimmt dann Herr Höpfner und erklärt Ihnen noch ein bisschen oder erzählt Ihnen ein bisschen was über die Museumsarbeit in unserem Projekt. Ja, danke auch nochmal für den Überblick. Ich, wie gesagt, beschreibe das Ganze jetzt nochmal einmal ein bisschen aus Sicht der Museumspädagogik. Zunächst aber möchte ich meine beiden Kollegen vorstellen, Herrn Thomas Pupkulis und Herrn Ole Heimbeck, mit denen ich das Projekt im Museum zusammen durchgeführt habe. Die beiden können leider heute nicht hier sein. Dann ein paar Worte zur Konzeptionierung. Die Universität Bielefeld ist mit einigen Rahmenbedingungen auf uns als Museum zugekommen. Wir wussten im Vorfeld, dass wir eine Gruppe von 19 Jugendlichen und eine Gruppe von 15 Kindern zu erwarten hätten, die jeweils montags und mittwochs im Nachmittagsbereich für etwa 2,5 Stunden bei uns zu Gast sein würden. Und es sollten insgesamt 5 Termine stattfinden. Das heißt, wir brauchen dann auch natürlich 5 verschiedene Themen für diese 5 Termine. Ja, dann haben wir uns erstmal zusammengesetzt und überlegt, was wir da machen können. Und als Naturkundemuseum hat man dann natürlich auch irgendwie ein Repertoire. Und aus diesem Repertoire haben wir dann 5 Themen ausgewählt. Einmal das Thema Aerodynamik und Atmosphärenphysik, Bionik, Biologie und Technik, das Thema Paläontologie und Geologie, Elektrizität und Klimawandel und Energieverbrauch. Wir haben dann aus bereits etablierten Programmen Bausteine herausgenommen und daraus ein neues Programm für Wellcome Science entwickelt. Man muss jetzt allerdings dazu sagen, dass diese etablierten Programme eigentlich schon recht fortgeschrittene Deutschkenntnisse voraussetzen und wir haben natürlich erwartet, dass wir es jetzt in diesem Projekt schon mit einer Sprachbarriere zu tun haben würden. Wie konnten wir die umgehen? Einerseits durch handlungsorientiertes Arbeiten, durch Experimente, was ja ohnehin schon Kern des Wellcome Science Projekts ist und wir haben uns überlegt, dass wir viel mit Bildern und einfacher Sprache unterstützen können. Wie das im Einzelnen aussah, möchte ich Ihnen gleich noch anhand einiger Bilder zeigen. Zunächst hatten wir aber auch noch mit einem anderen Problem zu tun. Die Kinder und Jugendlichen kamen, wie gesagt, im Nachmittagsbereich zu uns. Das heißt, sie hatten schon einen langen Schultag hinter sich und haben auch Hunger mitgebracht. Daher wurde dann zunächst ein Lieferservice bestellt und es wurde erstmal gemeinsam gegessen. Das hat auf der einen Seite für eine Wohlfühlatmosphäre gesorgt, das gemeinsame Essen. Die haben sich dann bei uns im Haus eben auch angefangen wohlzufühlen. Und es war aber auch einfach bitter nötig, wie man hier sieht. Es ist nicht so viel übrig geblieben. Die hatten teilweise wirklich starken Hunger. Nach so einer Mittagspause, über die möchte ich jetzt nicht zu viel reden, das ist vielleicht ein bisschen gemein. Nach so einer Mittagspause besteht natürlich dann auch immer die Gefahr, dass dann so ein Durchhänger kommt. Sie kennen das wahrscheinlich. Und dem muss man irgendwie entgegenwirken. Und deshalb wollten wir in unserem Programm für Begeisterung sorgen, also eigentlich das, was man in der Museumspädagogik ohnehin tut, mit nicht alltäglichen und außergewöhnlichen Dingen eben die Kinder und Jugendlichen begeistern. Wie das aussah, das möchte ich Ihnen zeigen. Hier zum Beispiel, das ist jetzt nicht einfach Teil der Pause oder Spielerei, das ist ein hart wissenschaftliches Experiment. Hier wird Luft gewogen mit einem Schwungtuch, aber das hat natürlich für Begeisterung gesorgt. Das war jetzt im Garten des Museums. Das ist auch aus dem Teil Aerodynamik, Atmosphärenphysik, das ist jetzt kein Tauziehen, sondern natürlich die Nachstellung des berühmten Experiments der Magdeburger Halbkugeln. Die Kinder versuchen hier mit vereinten Kräften 2 aneinandergeheftete Saugheber auseinanderzuziehen und so dem atmosphärischen Luftdruck entgegenzuwirken. Sie hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß dabei. Das ist jetzt ein Bild aus dem Part Klimawandel und Energieverbrauch. Alle Welt redet immer von CO2. CO2 ist aber unsichtbar, man kann es nicht anfassen. Was ist das überhaupt? Man kann es aber schmecken. Und daher gab es hier eine kleine CO2-Verkostung. CO2 ist sauer auf der Zunge und es kribbelt ein bisschen. Auch das hat für Begeisterungsstürme gesorgt, kann man sagen. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein 8-jähriges Kind sich hinsetzt und mit ein paar Batterien, einigen Kabeln, einem Schalter, einen eigenen Stromkreis so hinbekommt, dass am Ende dann wirklich eine LED zum Leuchten gebracht wird. Auch das sorgt für Begeisterung, prägt sich ein, wie man hier sieht.
Jetzt möchte ich zu diesem Bild vom Anfang zurückkommen. Auch hier sieht man die Begeisterung. Sie kennen das vielleicht, den Trick mit dem schwebenden Wasser. Ein komplett mit Wasser gefülltes Glas wird mit einem Deckel verschlossen. Wenn man das dann hochhebt, dann scheint der Deckel an dem Glas festgeklebt zu sein. Gut, bis dahin ist das eigentlich auch kein Problem. Man kann diese ganzen Experimente wunderbar vormachen, Learning by Doing. Man muss dafür nicht viel sprechen. Der Effekt lässt sich auch durch einfaches Nachmachen beobachten. Allerdings entsteht natürlich an dieser Stelle dann jetzt auch eine Frage in den Köpfen, nämlich, wie funktioniert denn das Ganze? Und da wir jetzt keine Zaubertricks vorführen wollten, sondern naturwissenschaftliche Experimente, war uns auch daran gelegen, eben die Hintergründe zu vermitteln. Und da wird es dann halt etwas schwierig. Ist jetzt die Frage, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon schwierig, sich vorzustellen, wie das funktioniert. Der Deckel ist hier nicht an das Glas angeklebt oder festgesaugt, sondern wird durch den umgebenden Druck, durch die umgebende Luft und ihren Druck von unten gegen das Glas gepresst. Da muss man kurz ein bisschen nachdenken, das setzt auch einiges Abstraktionsvermögen voraus. Wenn Sie sich dann überlegen, Sie sind vielleicht 8 Jahre alt und sprechen auch die deutsche Sprache nicht, da hat man dann schon eine Hürde. Wie eingangs erwähnt, haben wir dann viel mit Bildern gearbeitet. Das möchte ich Ihnen einmal demonstrieren. Wenn man jetzt visualisiert, dass die Luft ein Gewicht hat, was wir mit dem Schwungtuch dann parallel auch ausprobiert haben, dann wird das schon mal soweit klar. Wenn man darauf aufbauend dann eine Luftdruckmessung beispielsweise macht im Treppenhaus und einfach zeigt, dass man die Luft, die ein Gewicht hat, übereinander stapelt und eben dann unten ein sehr großes Gewicht herrscht, ist das auch durch diese Visualisierung nachzuvollziehen. Und letztendlich kann man dann darauf aufbauend auch erklären, dass überall Luft ist, die unter einem enormen Druck steht und in alle Richtungen eben diesen Druck ausübt. So haben wir versucht, das zu vermitteln. Und ein weiteres unterstützendes Element dabei war eine Forschermappe, ein Handout. Das haben wir extra für diese Veranstaltung entwickelt. Hier einige Auszüge zu verschiedenen Programmteilen. Wir haben die Illustrationen alle selber entwickelt, um eben das Gelernte dann bildlich zu unterstützen und haben es gleichzeitig noch mit so einfacher Sprache wie möglich versehen, um dann eben auch diesen Deutschlerneffekt noch da zu haben. Das Ganze war natürlich dafür gedacht, das Lernen nachhaltig zu gestalten, dass eben die Kinder später noch da reingucken können. Und wie mir Herr Diebels zu meiner Freude berichtet hat, hat sich diese Arbeit gelohnt, denn er hat mir berichtet, dass die Kinder und Jugendlichen immer noch wieder, auch lange nach dem Projekt, in diese Mappe hineingucken und immer wieder was nachschauen und damit arbeiten. Abschließend nochmal zu dieser Frage, warum man mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund in der Museumspädagogik arbeiten sollte. Einerseits unsere positiven Erfahrungen, ganz klar. Auf der anderen Seite, das kam auch schon heute in der Einführungsrunde, wurde das gesagt, die Museen sind ja auf jeden Fall repräsentativ für unsere Gesellschaft. Also im Prinzip werden alle wesentlichen Säulen unserer Gesellschaft von den Museen repräsentiert. Und daher ist das einfach eine super Ansatzstelle für die Integration von neuen Menschen, die in unsere Gesellschaft kommen. Und daher kann man einfach nur appellieren, auch an alle Museumspädagoginnen und Pädagogen, an Entscheidungsträgerinnen und Träger oder auch an potenzielle Förderer und Förderinnen, eben in diesem Bereich sich zu engagieren und aktiv zu werden. Und ja, jetzt denke ich mal, möchten wir nicht länger zwischen Ihnen und dem Lunchpaket stehen. Und daher vielen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit.